Hallo und willkommen zurück. Wie sich herausstellt, hatte ich recht. Und hier oben kann man sich ein Zimmer nehmen. Man muss nur den Barkeeper dafür bezahlen. Und so konnte ich schlafen und speichern. Juhu. Allerdings sind wir jetzt hungrig und durstig. Und zwar ziemlich durstig. Immer noch. Jetzt geht's uns wieder gut. So, damit sind wir jetzt offiziell wieder in gutem physischen Zustand. Was ich jetzt noch machen kann, ist das Level Up. Ihr seht ja hier, diese beiden Extras gehören bei der Minigun zusammen. Das erhöht den Explosivschaden für die Minigun. Und das erhöht den Minigun-Basisschaden an sich. Wir werden jetzt, glaube ich, erstmal nochmal einmal das machen, damit die Hüftfeuerschüsse treffgenauer sind. Und dann wird es hier mit demnächst weitergehen. So, und wie treffgenau sind sie jetzt? Und das ist schon okay. Vor allem hier merkt man es auch. Dein Magen gegen den Nebel. Mit Whisky! Du siehst mir ein bisschen zu nüchtern aus. Und du wie ein ziemlicher Alkoholiker. So. Wenn du ein Zimmer willst, sprich mit mir. Die Story sieht vor, dass wir uns den Longfellow hier vornehmen. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Du knallst ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Tja, das mit der Powerrüstung klingt vielversprechend. Vor allem, weil es stimmt. Aber nicht alle Festlandbewohner haben funktionsfähige Powerrüstungen. In der Hinsicht hast du recht. Gut, ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage, wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Schön. Unser Touristenführer kann loslegen. Da ich geschlafen habe, ist es jetzt draußen auch Tag. Das ist auch sehr erfreulich. Können wir wenigstens ein bisschen was sehen, hoffentlich. Vor allem können wir wieder die langen Ladezeiten sehen. Jedes Mal, wenn wir innen und außen im Gebäude kommen. Naja. Ist wohl okay so. Verschwinden wir aus der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Nimm das mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Meierlock Dörfleisch, okay. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radex alles heilt. Spuren, Frische, Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf unten, wenn du leben willst. Werden wir sie angreifen oder nicht, Longfellow?
ist der letzte an der Mauer. Wo haben wir hier einen? Die sind echt schwer zu spotten ohne Wets. Mal ohne Scheiß. Ding hoch? Ja. Das heißt, wenn ich nicht abrutsche. Aber ich rutsche ab. Gibt es hier noch einen anderen Weg hoch? Na gut, dann gehen wir halt nicht aufs Dach. Ach, guck mal, hier wäre auch ein Bett gewesen und dafür hätte ich nicht mehr zahlen müssen. Hummelfallenhelm. Hummerfallen, nicht Hummel. Hummelfallen, super. Und eine Küstenrüstung. Interessant, interessant. Zwei neue Sachen. Müsste mich um alle allein kümmern. Ich bin aber krank, oder? Lethargie. Wir sind lethargisch. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Haberbewohner aus dir. Da ist Flippers hässlicher Bruder. Da wird man ganz kirre. Er spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... Der Nebel, wenn der jetzt noch rot wäre, dann wäre es wie Sierra Madre. Hier ist, hab ich dich. In Fallout New Vegas. Diese Frame-Lags hängen übrigens nicht an der Aufnahme. Ich weiß, das sage ich fast jede Folge. Aber so ist es. Ich brauche Erste-Hilfe-Zeug. Wir brauchen Antibiotikum, um unsere Lethargie loszuwerden. Der ich übrigens nicht weiß, wo genau sie jetzt so plötzlich hergekommen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie mit dem... Ach, der war neben mir. Das mit dem Nebel zusammenhängt. Na, Aluminium nehmen wir da mal mit. Die Rakete auch. So. Und gibt's einen Koffer. Lebt der noch? Oh ja. Plasmagranate, schön. Das ist gut. Und da wir jetzt schon Munitionsprobleme haben, nehme ich mir gerade mal die Magnum als Backup-Waffe mit. Aber mir gefällt die Atmosphäre von Far Harbor soweit. Hat was. Auch wenn der Nebel dafür sorgt, dass es rumleckt. Ich denke, auf der PlayStation 4K würde es besser laufen. Mit dem falschen
Wölfe. Wölfe. Gefallen dir Wolfsfleisch. Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Spielen wir jetzt Skyrim, ha? Huh? Hörst du das? Kriecher, die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Ich hab Bock, ein bisschen mit der Magnum zu spielen. Was ist da jetzt der neue? Oh, okay, Adrenalin. Wenigstens haben wir das ein bisschen. Bisschen mehr Damage. Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel vom Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben hin. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert. Na, was haben wir hier? Longfellow, willst du dazu gar nichts sagen? Okay, die Magnum kannst du mal hart vergessen. Die macht viel zu wenig Damage, um die Viecher zu holen. Handschellen hat das Viech gefressen. Oder sollte ich lieber sagen, als Schlinger runtergeschlungen. Gut aussehen tun sie ja auch, ne? Also gut, Longfellow, machen wir weiter. Schlinger haben eine Vorliebe für Süßwasser. Ein kleiner Schlinger wie die, die es hier gibt, ist kein großes Problem. Aber die Fetten, die können dreimal so groß wie ein Mensch werden. Glück sieht man die hier nicht allzu oft. Naja, für die haben wir ja eine Minigun. Ich bin die Minigun für sowas. Bisher wirkt es eher so, als ob ich unseren Touristenführer hier schütze, als umgekehrt. Und ich würde gern hier hinten rein. Warum kann ich nicht? Was ist das? Die Fäule, da sind wir ja schon fast in Destiny, hä? Gleich kommen die Besessenen. Kann ich von hier aus? Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Und wie es hier weitergeht, das seht ihr nächstes Mal.